in einem Werbevideo vermitteln wollten. Die Frau von heute, stark, viel beschäftigt, unentbehrlich. Die Filmgestalter, die haben sich dafür so manchen dramaturgischen Kniff einfallen lassen und das Video war dann auf der Homepage der Partei zu sehen. Allerdings nur kurze Zeit. Denn das eine oder andere scheint da nicht richtig herübergekommen zu sein und jetzt setzt es aus dem Internet Spott und Hohn. Am Donnerstagabend hieß das Motto im Kongress Innsbruck: an einem Strang ziehen. 500 ÖVP-Frauen trafen sich, um zu diskutieren und, wie es hieß, um sich zu vernetzen. Im weltweiten Netz gelandet ist wenig später dieses Video, das den Geladenen am Donnerstag präsentiert wurde. Ohne Text soll es wohl den Alltag einer Frau in Tirol zeigen. Ein seltsames Frauenbild, das da gezeigt wird, meinen seither viele. Das Video müsse im Zusammenhang mit der Veranstaltung gesehen werden, heißt es heute seitens der ÖVP-Frauen. Wir haben an dem Abend in der Diskussion natürlich die Themen aufgegriffen und haben da ganz klar auch noch einmal bekundet, dass natürlich viele Szenen sehr überzogen dargestellt worden sind, teils provokant dargestellt worden sind. Aber wir wollten einfach zu der Diskussion anregen. Am besagten Abend habe es keine einzige negative Meldung zu dem Film gegeben. Das hat sich aber schnell geändert. Es sind vor allem Szenen wie diese, die für launische Berichte, für Häme quer durch Internetforen sorgen. Auf der Homepage der ÖVP-Frauen ist das Video seither nicht mehr zu finden. Warum eigentlich? Jetzt auch im Nachhinein betrachtet, wenn man den Film wirklich ganz isoliert sieht, aus dem Zusammenhang heraus, nicht in der Diskussion, so wie es bei dieser Veranstaltung war, wirkt er natürlich sicher in eine andere Richtung, die wir nicht verfolgt haben. Es wird sicher jetzt auch von vielen bewusst in diese Richtung gesteuert, aber das war genau der Grund, warum wir ihn von unserer Homepage wieder entfernt haben. Wie gesagt, es sollte der Einstiegsfilm sein, es sollte anregen zu der Diskussion und das haben wir gemacht. Eines ist sicher, mit österreichweiten Schlagzeilen dürfte man nicht gerechnet haben. Inzwischen ist man um Abgrenzung bemüht. Ob es weitere Filme der ÖVP-Frauen geben wird, bleibt damit abzuwarten. Tux.